Hi, folks. I wish you a very warm welcome aboard the new BMW M4, and I'm going to take you on an exciting journey into the 2021 season. I hope you will enjoy it. We start here in Berlin at the plant of BMW Motorrad. Hello, Mark. Hi, Helmut. Welcome in Berlin. Thank you very much. Looking forward to it. And welcome with your M car. M on four wheels. Exactly. And now, today we are talking about BMW N on two wheels. Let's go inside. Thank you. There it is. There it is. The new M. Beautiful. Yeah, we are very proud of it. The whole team here in Berlin is very proud of this product. The M1000RR is of course the base for all our racing teams around the world, and especially our factory engagements in World Superbike and Endurance World Cup. And we found a way to produce that bike within our serial production. We built the whole engine in the same line like the serial engines of this bike. Perfect. And not only do you build these engines for these bikes, but also you build the heart of our World Superbike, the World Superbike engine. I think motorsport is a kind of a question of speed and precision and quality, and that's the same what we are doing here every day. You can be sure that our guys, they built that bike, they are full of fire. They are really highly motivated, and I think that's, well, kind of natural that we love these products. I am absolutely sure that although this is the first M, it won't be the last M. Yeah, the future will be very nice. I'm very interested to see some details in the factory. Yeah. So that will be my next point to visit. Thank you for coming. Thank you. So let's go. Yeah. One of the features which comes straight from motorsport and found its way into the Berlin factory and onto the production motorcycle is the winglet. The winglet creates a downforce at 300 kilometers an hour of up to 16 kilos. The winglet reduces the tendency to wheelie as well as it gives the bike a certain stability. We have developed these winglets in close collaboration with our aerodynamicist as well as with our riders in the World Superbike team. To define the winglets, you need to do a lot of work in the wind tunnel. For the wind tunnel, we have dummy models of our riders, which we have scanned and milled into a foam form. End result is this beautiful carbon wing, which makes us faster on track. Gerade sehen wir einen Motorsport-Zylinderkopf, der vermessen wird, ja, um die Qualität sicherzustellen, die draußen gefertigt wird in der mechanischen Fertigung. Und das in einer Genauigkeit. Teilweise suchen wir schon Zehntelmüs. Da reden wir schon über Formel 1 Niveau. Wow. Wenn man bedenkt, wie ich da gerade an der Wand gesehen habe, dass ein Haar 70 Mü hat, ja, ist das natürlich eine absolut beeindruckende Zahl. Und ich glaube, das ist eine Präzision, die man sich kaum vorstellen kann. Die Motorsportköpfe, die werden also in dem gleichen Prozess vermessen wie die Serienprodukte. Genau richtig, genau richtig.
Vielen Dank. Nicht dafür. Dann gehen wir zur nächsten Station und ich freue mich aufs nächste Mal. Freut mich, hier im Motorenzentrum zu sein, da wo das Herzstück von unserem Superbike entsteht. Und auf Basis der M1000RR haben wir ja eine Steigerung machen können für die anstehende Saison, womit wir natürlich mehr Erfolge uns erhoffen. Was sind denn die Unterschiede von dem neuen Motor, der M1000RR, in der Basis? In der Basis ist es so, dass wir den Auftrag hatten, einen Entwicklungsschritt zum Thema Leistungssteigerung, Dynamik auf der Rennstrecke, ein erheblich stärkeres, dynamisches Serienfahrzeug zu entwickeln. Beim Motor bedeutet es, wir sind vor allen Dingen in den Kurbeltrieb, in den Kurbeltrieb im Bereich Drehzahlerhöhung. Das heißt, wir haben sehr leichte Bläuler, Titanbläuler drin. Wir haben einen speziellen, höher verdichteten Kolben, Rennkolben drin. Ja. Wir haben hier, wo wir darauf stolz sind, Zylinderkopf direkt vor mir. Das erste Mal im Werk Berlin mit euch zusammen Kanalfräsung, eine neue Kanalgeometrie, haben uns komplett in der Technologie der Kanalfräsung eingearbeitet, haben einen hochpräzise gefertigten Brennraum und auch im Bereich Ladungswechsel. Also wir haben, glaube ich, die kleinsten Schlepphebel, die es mittlerweile am Markt gibt, hochdynamisch für die Drehzahlerhöhung, ganz kleine Schlepphebel drin, haben die Nocken geändert, haben den kompletten Zylinderkopf angepasst, inklusive das, Kupplung. Das hört sich nach absolute Hightech und Präzision an. Es ist ein Meisterwerk. Also wenn man sich mal vorstellt, die hohen Drehzahlen, wie viel Bewegung so ein kleines Teil aushält, dann ist es immer wieder spannend für uns, an der Basis zu sehen, was wir da geschaffen haben. Und für uns, wir die Motorsport umsetzen letztendlich auf der Rennstrecke, ist das natürlich absolut notwendig, dass die Motoren alle gleich sind. Da sind wir extrem auch stolz drauf. Es ist eine riesen Herausforderung. Wir kriegen es aber hier im Werk hin, im Werk Berlin und im Team bei uns, dass wir mehr oder weniger, das könnt ihr bestätigen, denn wenn wir sagen, wir liefern an euer Renn- oder an unser Rennteam 6 oder 10 Motoren, dann sind die allerhalb innerhalb eines Kilowatts und innerhalb eines Newtonmeters. Das ist für so einen hochpräzisen Motor eine riesen Herausforderung. Wir stemmen sie, wir sind stolz drauf und ihr könnt es entsprechend dann auf der Rennstrecke auch erfolgreich umsetzen. Für den Fahrer fühlt sich der eine Motor an wie der andere. Wir versuchen euch zurückzuzahlen mit Ergebnissen. Wir drücken die Daumen. Toll. Hi, I'm Sean Muir. I'm the team principal for the BMW Motorrad World Superbike Race Team. Here we are in our workshops, ready to receive our hand-built engine from Berlin, ready to put into the chassis for both Michael van der Mark and Tom Sykes for the 2021 World Championship race season. So Andy, we've got the new engine arrived from Berlin for the BMW M1000RR Superbike. What can you tell us about that? Yeah, we received the engine this morning. We've stepped it up with preparation. The engine's almost ready to go in. We put the wiring loom on and lift it straight into the rear. And I can see there's some additional new items on the bike this year, particularly the hardware with the electronics. What can you tell us about that? Yeah, the wiring loom's a bespoke built wiring loom around this bike. It makes it much, much easier for the guys to work on. Engine changes take around half an hour now. Good, and I can see obviously there's still a lot of parts missing from the bike. What is the next sequence of build with the bike now to make it complete, ready to start? Just many big items now really. We've got the exhaust to go on, the radiator, the airbox assembly,
and the fuel tank, and you can pretty much hit the button from there. Good, and then after that point, I guess we're loading the truck up and we're going racing. Yeah, exactly. Well.